Produktion im Milch- und Fleischbereich, außer bei den Eiern. Da hatten wir neue Gesetze gemacht und dann sind ist die Eierproduktion ins Ausland nach Polen gegangen. Da sieht es ganz gut aus, aber die AfD sagt, wir müssen die Nahversorgung sicherstellen und brauchen gesunde Lebensmittel. Wir müssen eigentlich immer gewährleisten, dass wir unserer Bevölkerung gesunde Lebensmittel zur Verfügung stellen können. Mit Russland haben wir plötzlich gemerkt, dieser ganze Friede und es tut sich nichts, es ist alles ungefährlich, das können wir alles vernachlässigen. Ernährungssicherheit war ein bisschen verpönt. Selbstversorgungsgrad, hat er früher auch gesagt. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Die Märkte sind ja offen, wir können doch jederzeit in den Supermarkt und unsere Bevölkerung ernähren. Jetzt haben wir mit dem kleinen Konflikt Ukraine, Russland-Sanktionen, haben wir jetzt plötzlich das Problem gekriegt, dass da Lebensmittel weder exportiert werden konnten noch importiert. Und plötzlich haben wir wieder gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir im Krisenfall unsere Bevölkerung selber ernähren können und nicht auf China angewiesen sind oder auf die USA oder auf Kanada. Also das ist für die AfD ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich den Selbstversorgungsgrad anschaut, mit dieser Überproduktion, muss man halt schon auch sagen, das ist eigentlich ein Proteintourismus. Wir würden diesen Selbstversorgungsgrad gar nicht mehr hinbekommen, wenn wir nicht Soja und andere Tierfuttermittel aus Übersee, aus Brasilien, rankarren würden. Das ist ja der Witz an der Sache. Wir haben Futtermittel, die von anderswo herkommen und dadurch habe ich ja diese Produktion, dadurch habe ich die Leistung bei der Kuh, bei der Milchkuh mit Tausenden von Litern und ich habe die Leistung im Zuwachs bei den Schweinen oder bei der Bullenhaltung. Es geht auch nur deswegen. Alles andere ist ja gelogen, wenn wir das Futter von draußen holen. Auf welchen Kosten machen wir das eigentlich? Wie unterliegt der Marktlogik und dem Weltmarkt, heißt es immer, Bauernverband sagt, Leute, ihr müsst den Weltmarkt mithalten können und ihr müsst ganz knallhart dieser Marktlogik folgen, sonst bleibt ihr auf der Strecke. Was übersehen wird, ist die Spekulation mit Lebensmitteln, die wir klar ablehnen in der AfD. Es kann also nicht sein, auch die Leerverkäufe, dass jemand physisch überhaupt keinen Sack Reis oder eine Tonne Weizen besitzt, sondern nur in Sekundentakt damit weltweit handelt und damit die Preise manipuliert. Das kann nicht sein, das macht auch die Bauern hier bei uns kaputt. Aber schauen wir mal an, mit wem wir heute konkurrieren. Wir machen ein einziges positives Beispiel. Die Suki-Milch. Das ist eine Milch, die kommt aus Deutschland, extra das Baba drauf. Schwarz-Rot-Gold, die wird in China verkauft für 3,50 Euro. Das funktioniert mal eben, weil die in China ein Riesenproblem hatten mit der Qualität der Milch und gerade die Schwangeren und die Säuglingsnahrung waren angewiesen auf Milchpulver oder auf Milch aus Deutschland. Da hat man gesehen, dass Qualität eben weltweit doch punkten kann. Aber Gegenbeispiel dazu, ich habe vor 8 Jahren in Wisconsin in den USA einen Film gedreht über die Landwirtschaft. Da ging es um die großen Milchviehbetriebe, 2000, 4000 Milchvieh. Das haben wir gefilmt, wir wollten sehen, wie werden die gefüttert, wie werden die gehalten. Und vor allem, was passiert eigentlich dann mit der Gülle? Da bin ich dann raus mit meinem Kameramann und habe gesagt, film doch mal diese riesige Gülle-Lagune. Lagune, schöner Name. Gülle-Lagune. Dann habe ich gesagt, jetzt gehst du nochmal da runter mit deinen Gummistiefeln und filmst auch mal den Rand. Ich möchte mal wissen, wie das abgesichert ist nach unten. Ist das ein Betonboden? Ist da eine besondere Schicht? Sind das Planen? Da ist er runtergegangen, habe ich dann auch runtergewunken und gesagt, da ist gar nichts. Da kommen Bulldozer, machen hier ein riesiges Loch, 4 Fußballfelder groß, da kommt die ganze Gülle rein, es steigt nach oben, es versickert nach unten. Damit können wir und wollen wir gar nicht mithalten, weil wir ganz andere Umweltstandards gewohnt sind. Oder, das ist jetzt aber nicht meins, oder? Nee. Das ist der größte Kuhstall auf der Welt in Saudi-Arabien. 50.000 Milchkühe, hier drin, mitten in der Wüste. 1 Million Liter pro Tag. Liebe Freunde, selbst wenn diese Milch von der Zellzahl und vom Fettgehalt und von der Qualität vergleichbar wäre mit unserer Milch, aber damit wollen wir nicht konkurrieren, damit können wir auch gar nicht konkurrieren, weil wir solche Ställe gar nicht bauen wollen, weil wir auch mit den Landwirten auch was anderes noch erreichen wollen, nämlich die Kulturlandschaft. Oder hier Australien, nächste Folie. 160.000 Rinder, ein Farmbesitzer, ein Bauer sozusagen, hat 160.000 Rinder, extensive Weidehaltung. Der hat natürlich ganz andere Prozesse, der hat ganz andere Kosten, der kann ganz anders hier hantieren, der kann vielleicht sogar weniger oder muss vielleicht sogar weniger Pharmaprodukte einsetzen, aber das ist völlig utopisch, dass ich hier mit den Preisen hier mithalten soll.
mit dem Rindersteak von hier oder aus der bayerischen Bullenhaltung, wenn er 60, 70 Mastbullen hat. Das geht gar nicht. Also das ist Unsinn zu sagen, wir müssen am Weltmarkt mithalten. Gesunde Lebensmittel ist die zweite Station.